Hallo zu Hause an den Monitoren. Nach gut 3 Wochen Bildungsstreik an der Beuth Hochschule für Technik wollen wir uns jetzt nochmal melden und eine kleine Zusammenfassung darüber geben, was hier im Hörsaal H1, den wir jetzt seit über 16 Tagen besetzt halten, so alles geschehen ist. Und das wollen wir heute machen mit 2 Leuten, zum einen mit dem Kalle und zum anderen mit dem Jan. Und möchtest du dich mal kurz vorstellen und was motiviert dich hier überhaupt an dem Bildungsstreik, dich zu beteiligen? Ja, also mein Name ist Jan, ich bin aus dem SIMA-Fachbereich, studiere Mechatronik hier im 2. Semester und meine Motivation ist einfach die Möglichkeit, was zu ändern, nämlich sich einfach mit den jetzigen Gegebenheiten beim Studium abzufinden und dann trotzdem immer im Hintergrund sich zu beschweren, finde ich für sinnlos. Und dann hast du, oder beziehungsweise haben wir gleich die erste Möglichkeit genutzt. Also wir haben uns ja letzten Endes am 16.11. dazu entschlossen, bei einer Vollversammlung uns hier am Bildungsstreik zu beteiligen. Haben uns sozusagen hier den Freiraum geschaffen im Hörsaal. Und dann gleich am 17.11. sind wir bei einer Großdemonstration unter der Organisation des bundesweiten Bildungsstreiks mitgegangen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie da so auch die Beteiligung war, auch von anderen Hochschulen? Ja, also auf uns bezogen, wenn man das mit dem im Sommer vergleicht mit der Demo, war eine sehr viel höhere Beteiligung, das 5-fache bestimmt. Und allgemein berlinweit, wir hatten zum Beispiel einen Wagen zusammen mit der HU, hatten uns da sehr gut mit der abgesprochen und das hatte auch eine recht positive Resonanz überhaupt, auch bei den anderen Hochschulen, auch uns gegenüber. Und generell wurde die starke Bewegung einfach, dass da sich viele Studenten und auch Schüler durch diese Demo zu Wort melden wollten, wahrgenommen. Natürlich haben wir uns nicht nur an der Großdemo beteiligt, sondern haben auch versucht, hier aus dem Hörsaal eigene Aktionen zu planen. Und da bot sich dann gleich der Hochschultag an, der dann am 18., also an dem Mittwoch, folgte. Und da haben wir unter anderem eine Aktion gestartet, den Roten Teppich für die Bildung. Und da werden wir später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und unter anderem haben da 2 Leute von uns vor den geladenen Gästen dann gesprochen. Ja, und jetzt fragen wir einfach mal den Kalle. Kannst du dich vielleicht auch mal kurz vorstellen, so ein bisschen, was ist deine Motivation, dich hier am Bildungsstreik zu beteiligen? Und ja, kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was hier nebenher noch passiert ist, so im Hörsaal eigentlich? Also ich bin der Kalle, aus dem Fachbereich 6, Medieninformatik studiere ich jetzt im 3. Semester. Ja, ich beteilige mich am Bildungsstreik, weil ich denke, im Bildungssystem geht eine Menge schief momentan. Also da werden Gelder rausgezogen aus der Bildung und aus der Kultur generell, die da einfach reingehören. Und für Millionen Banken zu retten, kann nicht sein, dass da der Rest einfach auf der Strecke bleibt. Also wir haben hier uns einen Freiraum geschaffen in diesem wunderschönen Raum H1, wo wir verschiedenste Sachen halt veranstaltet haben. Wir haben Abende, Videoabende gemacht, wir haben Diskussionsrunden gemacht, wir hatten Podiumsdiskussionen mit dem Präsidium der Hochschule, mit Vertretern von Gewerkschaften, bundesweiten Vertretern, also schon, ja, spannende Runden. Wir haben uns einfach einen Freiraum genommen, der uns als Studenten zustehen sollte. Ja, ja, also der Spaß ist beim ganzen Ernst, beim politischen Ernst halt nicht auf der Strecke geblieben, was man ja vermuten könnte. Du hast eben schon ja eine ganze Menge angesprochen, also wir versuchen ja auch in lockerer Atmosphäre miteinander umzugehen. Es ist auch nach wie vor ja jeder eingeladen, bei uns vorbeizugucken, sich zu beteiligen. Ja, es ist immer, wie ist deine persönliche Einschätzung im Moment? Also wir kriegen ja ab und zu mal eine Rückmeldung auch aus der Studentenschaft hier an der BHT, aber wir können natürlich auch nicht an alle denken. Was denkst du, ist der beste Weg, sich zu beteiligen letzten Endes auch? Also ich denke, die Leute, die hier sind, die an den meisten der Tagen auch hier übernachtet haben, die nehmen sich einfach die Zeit. Das ist zwar ein harter Schnitt, allerdings, wenn man bedenkt, dass wir nicht nur für uns kämpfen, sondern wir kämpfen auch für die Semester, die nach uns kommen werden. Und
Ja, ich denke, so solidarisch sollte man gerade in den zukünftigen Generationen gegenüber sein. Wir haben ja dann relativ schnell versucht, auch unsere Forderungen, unsere ersten vorläufigen Forderungen zusammenzufassen und ja, einfach da mal so einen groben Rahmen zu schaffen. Und ja, was genau ist dann passiert? Kannst du da mal kurz das ein bisschen erläutern? Also wir hatten ja bei der ersten Vollversammlung uns dazu entschieden, diesen Raum hier zu besetzen, und das wollten wir auch mit Inhalt füllen. Wir haben dann innerhalb von einer Woche einen Forderungskatalog ausgearbeitet, wofür die anderen Universitäten in Berlin, ohne die jetzt schlecht machen zu wollen, wesentlich längere Zeit gebraucht haben. Binnen einer Woche hatten wir einen Forderungskatalog, aus dem drei Punkte in der zweiten Vollversammlung, die wir dann einberufen haben, eine Woche später herausgestrichen worden sind. Nach dem Votum der Studierenden, die vor Ort gewesen sind. Aber ansonsten ist der so reibungslos durchgegangen, und ich denke, wir haben da wirklich etwas Tolles auf die Beine gestellt. Eine super Basis für unseren Bildungsstreik hier an der BHT. Ja, aber nach wie vor ist das Ganze natürlich noch verbesserungswürdig, und deswegen auch immer wieder der Aufruf, hier noch vorbeizuschauen im H1, im Hörsaal, im Haus D, Bauwesen, und sich einfach zu beteiligen, um vielleicht auch ja, Punkte aufzudecken, die wir vielleicht einfach bisher übersehen haben. Wie gesagt, das Ganze läuft hier möglichst basisdemokratisch ab und jeder kann seine Stimme einbringen. Dann wende ich mich nochmal Jan zu. Und zwar kam von dir so eine Idee für eine Aktion, die hier seit einigen Tagen auch das Bild unseres Campus ein bisschen verändert. Und zwar haben wir hier ein paar süße Schäfchen aufgebaut, die hier auch unter anderem mal im Hörsaal übernachtet haben. Kannst du mal ein bisschen erläutern, was da so die Grundidee dahinter war? Vielleicht zuvor noch die Entstehung. Also wir hatten uns überlegt, dass die meisten Studis hier schon etwas genervt sind von den vielen Flyern und dass wir da irgendwie anders herangehen müssen. Dachten uns, dass wir einfach eine Aktion oder mehrere Aktionen starten müssen, die einfach so schon von einer Grundidee interessant ist und wo dann die Studis selber auf uns zukommen und fragen, hey, was soll das? Was wollt ihr damit aussagen? Und irgendwann kam dann die Idee über die, da wir ja Veranstaltungstechniker, Theatertechniker haben, da sind vielleicht Kulissenbauer, wie können die uns helfen? Und da kam dann die Idee, Schafe könnte man ja bauen. Da haben wir überschlagen, wie viel wir dafür bräuchten, dass da ein repräsentativer Effekt wäre und dass das auch irgendwas optisch hermacht. Und zur Bedeutung, also die Schafe sollten am Montag, wie man es sehen konnte, die Erstis, also die Erstsemester darstellen, die auf der Bildungswiese vor dem Haus Grashof sich noch jeden Bildungshalm auf der Bildungswiese frei aussuchen können, noch etwas unsortiert sind, aber glücklich. Und das Bild hat sich ja jetzt auch über die Woche schon etwas weiterentwickelt. Sie wurden schon etwas zurechtgeordnet, jetzt stand auch schon die Bildungsfabrik, in der schon die ersten Schafe in Reihe und Lied standen, was dann für die vielleicht höheren Semester eine Bedeutung hat. Ich will da jetzt auch nicht zu viel an Vorgaben für eine Interpretation reingeben. Da ist ein relativ großer Freiraum natürlich drin. Und das gesamte Bild soll halt das Bildungssystem in Deutschland, also Bachelor und Master, darstellen. Und teilweise auch noch bezogen auf Berlin.